Jo, Leute, damit herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Idwi und John TV. heute testen wir mal wieder ein Produkt. Und Ja. zwar waren wir unterwegs und haben verschiedene Mentos-Getränke tatsächlich Ja, gefunden. zwei Stück. Und John, stellt euch mal das erste vor. Das erste ist Non-Sparkling-Drink, also Lemon und Mint. Ja. Genau. Und wir haben Ja. uns auch schon mal was hier eingeschüttet, ne? Ja, Weil wieder erstmal. als ersten Geruchstest. Ja. Ja, Ja. mal gucken, wie das so schmeckt, Ja. ne? Schmeckt endlich voll gut. Ja, kann man auf jeden Fall trinken. Und auch gar nicht so süß irgendwie, ne? Ach, ich Und da finde. sind leichte Stückchen drin, finde ich. Weiß nicht, ob du die auch schmeckst. Also. Du bist auch ein Stückchen, ey. Aber ich finde. Ich glaube, das schmeckt mehr nach Mint als wie Lemon, ne? Da, ich muss den Cut reinmachen. Schmeckt doch irgendwie eher nach. Genau so. Ja. Also, ich würde auch sagen, das schmeckt so, wie John gesagt hat. Ja, mehr nach Mint als wie Lemon. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, und dann sind wir auch wieder zurück. Und jetzt Ja. haben wir hier nochmal so ein pinkes, ne? Und Ja, zwar ist das also hier ja. einmal White Jelly Bits Shark It, Ja, irgendwie so Frucht, irgendwie so ein Mentos. Frucht-Mentos, genau. So, dann der Geruchstest. Riecht auf jeden Fall fruchtig. Schmecken tut es auch ganz gut. Ja, ich bin gerade noch beim Riechen und trinkst Ja, noch. ich weiß. Ich konnte irgendwie keinen Geruch zuordnen, deswegen hatte ich gedacht, probiere ich mal. Ja, aber Welches findest du jetzt besser, wenn du die vergleichen müsstest? das Frucht. Aber tatsächlich muss ich trotzdem sagen, der schmeckt einfach viel zu künstlich. Ne? Ja, man merkt es halt. Ja. Ja. An dieser Stelle war es das jetzt auch wieder mit dem Video. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, aktiviert die Glocke und abonniert unsere Kanäle. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, euer Daniel von ETV und John TV. ciao. Ciao.